Kannst du es auch nach Tombi 1 zurückschicken, also. Wenigstens ist ja schon alles gemacht. Aber jetzt, das ist natürlich ein Vorteil. Naja, nicht ganz. Okay, nicht zu schnell. So. Ja, ich denke mal, wir kommen da unten an den Löffel, wenn wir... Ist das assi, ey. Ich glaube, ich tue die Kleider wieder ausziehen. Weil das ist echt ein bisschen schwierig, damit irgendwie da sich festzuhalten. Auch wenn das so schön ist. Huch. Gut, dass es die Taste nicht irgendwie losmachen war. Alter. Also das ist hier irgendwie nicht so geil gelöst, muss ich sagen. Schon. Ja, ich muss da... Das ist jetzt irgendwie blöd hier. Boah, dass das auch so lange dauert, ne? Och Mann, ich will doch nicht so weit. Mal nach oben. Für so einen dummen Edelstein. Wow. Ach komm, gehen wir mal hier rein. Windmühlenschuppen. Oh, das sieht so danach aus, als ob wir jetzt hier die Dinger kaputt machen können. Entschuldigung, sind Sie Win? Wir haben gehört, dass Sie goldene Krebse sammeln. Und wir haben hier ein paar. Ihr habt sie? Vielen Dank. Schnell, setzt sie ins Wasser. Endlich, endlich. Es reicht. Entschuldigung, Win, aber was machen Sie denn eigentlich damit? Essen. Schaut zu, es ist eine einzigartige Erfindung. Achtung, fertig, los!
muss ich das so stehen? Verstehe es zwar nicht, aber das war ein ziemlich cooler Trick. Cool? Es war fantastisch. Der Propeller fräst tatsächlich Stufen in den Stein. Du bist echt ein Genie, Vin. Oh, Entschuldigung. Und wo wollt ihr hin? Wir wollen zur Bergwerkstatt. Zur Bergwerkstatt? Da nehmt einfach diese Treppe, ist eine Abkürzung. Könnt froh sein, jemand so Schlaues getroffen zu haben, was? Das ist ein richtiger Pisser, ne? Aber seid vorsichtig dort. Es liegt ein böser Schweinezauber auf der Gegend. Ich habe gehört, wie ein paar Bergarbeiter von Kappers oder so erzählt haben. Kapper? Naja, ich gehe mal zu Ark. Mit meiner neuen Erfindung angeben. Mhm. Windmühle, fertig! Moment mal! Diese Stimme! Da kommt ihr ja gerade noch rechtzeitig! Ich habe überall nach euch gesucht, um mich für das Löschen zu bedanken. Diesen roten Schlüssel könnt ihr bestimmt mal gebrauchen. Okay, den brauchen wir für die Kisten. Er kann alle roten Schatztruhen öffnen, die hier so rumstehen. Schatztruhen? Aber der rote Schlüssel öffnet nur rote Truhen. Also bevor wir noch nie rote Schatztruhen gesehen haben. Die Kisten gehen immer nur mit Schlüsseln auf, die die gleiche Farbe haben wie... Ich habe nur einen roten. Die anderen müsst ihr also noch finden. Vielen Dank. Gern geschehen. Bis bald. Hohohoho. Der olle Weihnachtsmann. Na gut, dann machen wir jetzt die eine Kiste noch auf. Also ich, wie gesagt, ich werde hier keinen 100% Run machen. Hier. So, hier war eine rote Kiste. Die machen wir direkt auf. Ah. Rote Schatztruhe, okay. Okay, noch nicht drauf, weil tot. Okay, das ist gar nicht so schlimm. Oh Gott. Achso, man kann das steuern. Das ist ja interessant. So, jetzt gehen wir hier mal die Treppen hoch. Ah, hier ist auch noch einer. Guck mal einer an. Fixe Hose erhalten. Was macht denn die fixe Hose? Grüne Gegenstände kann man... Okay. Gut. Vielleicht laufen wir natürlich ein bisschen schneller. Ich weiß es nicht. Das sieht sehr nach Ladezeit aus. Dieses am Anfang dieses
Dachte ich jetzt kommt schon Beat It oder so von Michael Jackson. Was bist du denn für einer? Guck mich auf jeden Fall doof an. So. Haben wir hier. Rohranlage. Yo, möchte gerne speichern. Nee, Thriller war das, Entschuldigung. Jetzt, wo ich es mir gerade im Kopf nachgemacht habe, war dann doch 6 von 10. Das sind wahrscheinlich Aufgaben. Oder? 12 von 15 Aufgaben? Ich glaube, das sind Aufgaben. Wir haben 15 Aufgaben offen und davon haben wir 12 Stück geschafft bisher oder so. Habe ich jetzt schon gespeichert? Ja, habe ich schon. Gut, dann können wir zurückgehen. So, was hast du uns denn zu sagen? Was soll ich nur machen? Ich kann nicht mehr in die Stadt. Stadt? Meinst du die Bergwerkstatt? Na klar, kennt ihr sie? Ein Freund von uns wohnt dort. Echt? Tja, um dorthin zu kommen, müsst ihr erst die Kappa erledigen. Was sind denn Kappa? Die Kappa. Vin hat sie erwähnt. Was sind denn Kappa? Dankeschön. Das sind die gefährlichen Feuerblasen, die alle Rohre verstopfen. Ah. Und da sie die Rohre verstopfen, stehen alle Maschinen in der Stadt still. Rohrfrei. Jetzt sind wir so weit gereist, da lassen wir uns nicht von Kappern aufhalten. Wir haben nichts, um sie zu vertreiben. Hätten wir doch bloß einen Eisboomerang. Ein Eisboomerang? Ich habe einen normalen Boomerang. Einen Eisboomerang? Ja, nur damit kann man die Kappa abkühlen. Weißt du, wo man sowas bekommt? Die bösen Schweine haben einen in die Lava geworfen. Wir kommen aber nicht mehr dran. Aber wir brauchen ihn. Wir müssen in die Stadt. Wenn ihr wisst, wie ihr drankommt, bitte. Aber Vorsicht, tut euch dabei nicht weh. Mhm. Benutzt die Ketten, um unzugängliche Orte zu erreichen. Tja, viel Glück. Kühlt ab und verschwindet. Okay. Benutzt die Ketten, ne? Das ist doch nicht euer Ernst. Ja, darunter kann ich bestimmt nicht. Ah, die können wir wahrscheinlich auch... Ach, warte mal, können wir jetzt hier runter? Nee, schade eigentlich. Ich dachte, ich hätte jetzt voll was Cooles gefunden. Was bist du denn? Uah! Ja. Da sind wir wieder tot, wa? Eieiei. Ende! Natürlich! Ja. Da tun wir dann aber jetzt wieder den... Obwohl, nee, wir brauchen eigentlich gar nicht zu speichern. Wir haben ja bei der Rohranlage schon gespeichert. Nö. So, ich mache jetzt mal für hier Pause. Weil ich hoffe auch, dass die Aufnahme was geworden ist. Gut, dann hoffe ich auch mal, dass euch die Aufnahme bzw. das Let's Play bis hierhin gefallen hat und dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!